Beziehung, wie ich die mittlerweile lebe, ich glaube, ganz wichtig ist der Begriff Polyamorie für mich. Durch die Szene, in der ich mich bewege, durch die Diskurse, die ich erlebt habe, durch die Entwicklung, die ich durchgemacht habe, bin ich zu dem Punkt gekommen, dass Monogamie nichts für mich ist. Ich habe noch nie wirklich monogam gelebt. Ich habe immer schon eine Form von Polygamie, Polyamorie gelebt, konnte es aber damals noch nicht benennen. Ich hatte nicht die Begriffe, die das ausdrückten, was ich fühle und was ich lebe, was ich brauche, was ich mir wünsche. Das kam dann irgendwann mit meinen politischen Entwicklungen. Ich habe Begriffe gefunden, die das beschreiben, wie ich leben möchte. Und das ist unter anderem die Polyamorie. Ich denke, dass ich nicht möchte, dass ich einem Menschen gehöre, ein Mensch mir gehört, sei es emotional, sozial, körperlich. Ich denke, dass Besitzansprüche einfach total falsch und, also für mich, nur für mich, grundlegend falsch sind, um eine Beziehung zu führen. Besitzansprüche führen zu Eifersucht. Eifersucht ist ein absolutes No-Go für mich. Es ist eine Sache, die da ist, bei manchen mehr, bei manchen weniger, über die geredet werden kann und muss. Ne? Sie hat ihre Berechtigung, wenn sie da ist, weil sie eine Realität darstellt. Und sie hat auch ihren Platz, aber über sie muss geredet werden. Und für mich wäre es halt kritisch, sobald man sagt, okay, ich bin eifersüchtig, aber Punkt, nicht, darüber nicht weiter. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich sage, ich möchte da ansetzen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte damit arbeiten. Ne? Wenn mein Partner dann sagt, bitte hilf mir, bin ich sofort für ihn da und denke, lass uns daran arbeiten. Warum fühlst du dich gerade, warum bist du eifersüchtig? Fehlen dir gerade Sicherheiten? Gebe ich dir gerade was nicht, was du brauchst und so? Und das ist ganz wichtig für mich so. Und darum halt auch Polyamor. Abgesehen davon denke ich, dass ich nicht nur einen Menschen lieben kann, dass Menschen total variabel und facettenreich sind. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch kann mir was anderes geben als ein voriger Mensch oder ein anderer Mensch. So, also was die eine Person mir geben kann, kann die andere nicht geben. Und ich finde, es gibt auch so viele verschiedene Dimensionen und Level und Formen von Beziehungen. Die können von einer Freundschaft bis zu einer Beziehung, kann da so viel dazwischen sein. Und von platonisch bis sexuell kann auch ganz viel dazwischen sein. Also ich kann eine Affäre haben, sie aber nicht lieben, aber mit ihr Sex haben. Ich kann mit einer Person Sex haben und Freundschaft. Ich kann nur Sex haben, aber nichts anderes. Und da gibt es so viele Definitionen, so viele Begriffe von Techtel, Affäre, Beziehung, Sexbuddy, Freundschaft mit dem gewissen etwas zusätzlich. Da gibt es so vieles und da möchte ich mich nicht festsetzen. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als Dinge definieren zu müssen, in Schubladen zu stecken und eine starre Form zu stecken. So, damit verliert es an Flexibilität und ich möchte flexibel bleiben. Ich möchte, dass das weiter fließt und dass ich wirklich jeden Tag neu entscheiden kann, mag ich den Menschen gerade, mag ich ihn nicht und mit wem möchte ich gerade Zeit verbringen. Und das ist kein Grund dafür, dass ein anderer Mensch sich weniger wert fühlen muss. So, nur weil ich mit dem einen Menschen gerade eben eine schöne Zeit habe, heißt das nicht, dass der andere weniger wert ist. Ich kann verschiedenste Formen der Beziehung zu verschiedensten Menschen haben und das ist wunderschön. Also das ist einfach total viel wert und ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich sagen kann, durch ganz viele jahrelange Arbeit, Diskurse, Bücher, habe ich einen Großteil meiner Eifersucht dekonstruiert und ich kann mich lange nicht mehr erinnern, wo ich sowas wie Eifersucht gefühlt habe und tut so gut. Das ist einfach, dass dieses brennende Gefühl, diese brennende Leidenschaft, so diese destruktive Leidenschaft, die da in dir drin ist, die dich auffrisst und kaputt macht, dass sie weg ist, das ist ein Meilenstein in meinem Leben. Was bedeutet queer für mich? Queer ist ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich gehe mit queer schlafen, ich stehe mit queer auf.
Queer ist für mich sowohl ein ganz wichtiger politischer Aspekt meines Lebens, als auch ein Lifestyle, als auch einfach ein Teil von mir oder ich bin Teil von Queer, je nachdem. Ich glaube, ich war schon immer queer, konnte es nicht so wirklich benennen, wie ich es ähnlich wieder mit der Polyamorie war. Queer sind für mich zwei Sachen überwiegend. Queer hat was mit der Selbstdefinition zu tun und queer hat was mit dem Begehren zu tun, ne? Sexualität. Und darum habe ich gesagt, dass ich glaube, schon immer irgendwie queer gewesen zu sein, weil ich habe zwar mich eine Zeit lang homosexuell definiert, was ich mittlerweile nicht mehr mache. Ich definiere mich schon seit einigen Jahren als queer. Das hat damit zu tun, weil ich mich nicht als Mann definiere. Ich sehe mich nicht in diesem Konstrukt Mann. Also, ne, diese Gesellschaft ist überwiegend in so einem binären Geschlechter. Muster aufgeteilt, Frau, Mann, und da gibt es Konstrukte, wie verhält sich Mann, wie verhält sich Frau, was kleidet, wie kleidet, was sagt, wie verhält sich die jeweilige Rolle. Und ich habe keine Lust und auch einfach ganz ehrlich nicht das Empfinden, dass ich ein Mann bin. Als Frau fühle ich mich auch nicht, aber vor allem nicht als Mann, obwohl ich oft so gelesen werde. Und das war halt noch nie so, dass ich mich halt wirklich in einer Männerrolle wohlgefühlt habe oder dass ich mich wirklich ernsthaft als Mann gefühlt habe. Was auch immer das in sich birgen mag. Und darum denke ich, dass ich auch nie wirklich homosexuell war, weil ich war, Homosexualität bedeutet, ich habe ein Geschlecht und ich stehe auf das gleiche Geschlecht. Ne? Hingegen zur Heterosexualität, ich habe ein Geschlecht und ich stehe auf das andere Geschlecht. Ich hatte aber nicht mein festes Geschlecht, was innerhalb dieses binären Systems war. Ich hatte mein eigenes Geschlecht. Ich kann das nicht nochmal auf der Welt finden. Ich habe ein ganz eigenes Geschlecht und es ist auch ganz flexibel. Es verändert sich jeden Tag. Ich wache auf und manchmal denke ich, okay, heute bin ich Geschlecht Toni. Am nächsten Tag bin ich Geschlecht Prinzessin. Dann bin ich irgendwann Geschlecht Boy oder Geschlecht Girl oder Geschlecht irgendwas dazwischen oder habe gar kein Geschlecht oder habe alle Geschlechter. Es ist einfach, ich. Hauptsächlich bin ich Geschlecht Toni und das ist das, wo ich mich am wohlsten mitfühle. Und ich brauche nicht irgendwelchen Mustern zu folgen, ich muss nicht anziehen, was andere von mir verlangen, ich muss mich nicht verhalten, ich muss nicht lieben und tun, was andere von mir verlangen. Und darum denke ich, dass ich queer bin. Andererseits stehe ich auch nicht mehr nur auf Männer. Also überwiegend schlafe ich am liebsten mit Männern und liebe auch Männer, aber ich finde, das hat sich auch ziemlich geöffnet und geweitet. Also mir ist es nicht mehr allzu wichtig, was für ein Geschlecht der Mensch hat, den ich vor mir habe. Also mir ist der Mensch wichtig. Mir ist wichtig, wie welche Wirkung er auf mich hat, ne? Wie er redet, wie er sich anfühlt, wie er riecht, was er sagt, was er darstellt. Und so wie ich möchte, dass Menschen von mir einfach diese Bedeutung Geschlecht verlieren, die möchte ich halt, den Anspruch hatte ich an mir auch, auch was mein Begehren angeht. Und das ist auch nicht leicht. Und ich arbeite daran so schon seit Jahren, oder das ist schon seit Jahren Thema für mich, dass ich sage, okay, ich will auch da meinen Horizont erweitern. Und natürlich hat man nicht Einfluss auf seine eigenen Gefühle und Begierden und Begehren und Verlangen, aber es ist so eine Theorie, die hier oben ist und nur mit der Beschäftigung irgendwann weiter runterwandert, irgendwann weiter runterwandert. Und die ist halt schon fast so kurz über dem Herzen angekommen und mittlerweile kann ich wirklich sagen, so ich stehe nicht mehr nur auf Männer. Also ich fühle mich angezogen hin und wieder von Frauen, ich fühle mich angezogen von Transmännern, ich fühle mich angezogen von Menschen jeglichen Geschlechts. Sowohl sexuell als auch nicht sexuell, so, ne, als was auch dazwischen oder davor oder drüber liegen kann. So. Und darum bin ich queer, weil ich genau alle diese Freiheiten haben möchte und weil ich nicht innerhalb dieser heteronormativen Gesellschaft mich sehe. Ja.